so wie ich die Bundeswehr, das, was ich dazu sagen wollte, immer verstanden habe, seid ihr doch quasi im Auftrag für Deutschland, für die Menschen in Deutschland unterwegs. Nicht so, also nur, also ich verstehe unseren Dienst im Sinne der Menschlichkeit überall. Der Menschlichkeit. Also ich bin kein Soldat nur für Deutschland, dann wäre ich ja bei der Wehrmacht oder bei den Nazis. Ich bin Soldat für den, den er braucht. Okay. Dann habe ich das bisher falsch verstanden. Ich dachte, die Bundeswehr wäre wirklich nur zum Schutz von Deutschland Bundeswehr da. Bundeswehr vielleicht, aber ich verstehe mich halt ein bisschen anders. Okay, also gut, kann ich jetzt natürlich dann nur auf deine Worte eingehen. Jetzt hast du gesagt, für die Menschlichkeit weltweit. Was ich nicht verstehe, inwieweit kann man Töten von Menschen mit Menschlichkeit vereinen? Das ist, da kommen wir jetzt schwer ins Philosophische. Also, das finde ich eigentlich jetzt gar nicht philosophisch. Wenn man jemanden erschießt, hat das nichts mit philosophisch zu tun, oder? Nein, also ich meine zu Ihrer Frage, ob man das Töten von Menschen mit Menschlichkeit verbinden kann. Da muss man immer an eine Parabel denken oder an allein ein mathematisches Gleichnis oder an eine Waagschale. Da steht einer, der Millionen töten kann, und wenn man diesen einen tötet, sind Millionen gerettet. Okay. Und wenn man so denkt, das prägt sich ein, also man kommt da nicht drum herum. Sondern wenn man so denkt und das brennt sich wirklich im Gehirn ein, und merkt man halt, dass man vielleicht doch auf seine Weise das Richtige getan hat. Mhm. Gut, okay, es muss natürlich jeder letztendlich selbst mit seinem Gewissen irgendwo ins Reine kommen. So wie ich das jetzt ich habe nur ein bisschen zugehört am Anfang gehört habe. Sind das deine eigenen Gedanken oder wird das so bei der Bundeswehr, bei der Ausbildung euch auch so einindoktriniert? Das ist das, definitiv, was ich mich frage. Nein. Uns wird eindoktriniert, harter Gehorsam, Disziplin. Das meine das ich. Das sind ja wirklich meine eigenen Gedanken, weil im Grunde bin ich eigentlich ein recht friedfertiger Mensch und ich bin jetzt halt bei der Bundeswehr, das habe ich oft genug gesagt, warum. Mhm. Aber wie gesagt, was ich eigentlich in meiner Grundausbildung mitgekriegt habe, das waren ganz andere Werte. Und das sind wirklich noch stark konservative Werte. Hier absoluter Gehorsam, Verpflichtung der Einheit gegenüber. Klar, Kameradschaft macht man immer, Verpflichtung dem Staat gegenüber. Sie tun nichts, was uns nicht passt. Aber was ich jetzt gesagt habe, so denke ich halt, und meine Meinung weicht da schon ein bisschen ab. Ja, gut, okay. Das verwundert mich natürlich, weil ich natürlich denke, wenn die Bundeswehr von uns finanziert wird, sollte die auch irgendwie so funktionieren, wie das vom deutschen Volk gewollt ist und nicht wie die Soldaten dann quasi selbst entscheiden, ob sie gewaltsam oder... Gut. Ich befolge meine Befehle aus Wort. Die Frage ist halt, das ist ja das halt, ob man auch selbstständig dann noch mitdenkt oder einfach nur befolgt. Das ist meine Frage. Das ist situationsabhängig. Das ist wirklich situationsabhängig und ist allein dem Soldaten überlassen. Schieße ich jetzt oder schieße ich jetzt nicht? Okay. Wenn einer auf mich zielt, werde ich schießen. Ist ja klar. Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit wir das hier jetzt noch weiterführen sollen, oder ob wir einfach jetzt mal Danke sagen, dass ihr so offen überhaupt nur das gesprochen habt. Kann man ja auch mal. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Offenheit. Der Dominik wollte noch was sagen. Servus, ich bin Dominik. Mein Bruder ist auch Soldat. Ja? Und ich kann jetzt hier, ich sag mal, wir sitzen hier schon länger und ich habe viele Menschen kennengelernt. Und wir, die Bürger von Deutschland, ja, also wie wir hier stehen, wie wir uns zusammengetan haben, um jetzt hier irgendwas zu machen. Bitten euch, alle Soldaten, euch, mein Bruder ist in Saarlouis stationiert, wenn der Befehl kommt, zur Ukraine zu gehen, Leute, ich kann euch sagen, das ist eine faschistische Regierung, die dort geputscht wurde von der EU. Leute, unterstützt die nicht. Leute, bitte, ohne Scheiß, nicht in die Ukraine gehen, auf jeden Fall nicht. Auch für euch, ihr wisst nicht, was da los ist. Das hat mir auch mal Ja, wenn es okay ist, also ich weiß nicht, da könnten wir jetzt eine stundenlange Diskussion noch machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt an dieser Stelle einfach mal dankbar sind, bevor es jetzt alles jetzt noch tausendmal zerfleddert. Sau geil, das danke, dass ihr offen einfach mit uns geredet habt. So interessant, mal so eine andere Sicht zu hören. Danke. Ganz genau. Super. Sau gut, dass ihr so Ja. Sehr schön, dass wir so geblieben sind.